Die erste Biokiste im März ist gerade angekommen. Ich bin schon ganz gespannt, was da für Obst und Gemüse drin sein wird. Und wenn euch interessiert, was ich diesen Monat alles so geliefert bekomme und ja, was ich vielleicht sogar draus zauber, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht hier in diesem Video nur um die Biokiste. Und ihr habt mich schon mal gefragt, von wem ich die geliefert bekomme und was die kostet. Ich bekomme die von den Hofer Werkstätten bei uns geliefert. Das ist ja alles bio und regional und unterstützt eben auch noch Menschen mit Behinderungen. Ja. Und Kosten tut die, also ich bekomme jeden Monat, nee, jede Woche in etwa für 25 Euro geliefert. Also die große, die kostet um die 18 Euro und die kleine Rohkostkiste, die kostet immer so um die 8 Euro. Plus minus ein paar Cent, weil das natürlich immer gewogen wird. Und ich sag mal, das ist auf jeden Fall Geld, was ich für Gemüse im Laden eben auch ausgeben würde. Und so bekomme ich es halt ganz bequem geliefert und unterstütze eben auch noch Menschen bei uns in der Region. Was ich ganz gut finde. Genau, also googelt da einfach mal. Ich glaube, es gibt ja auch noch die Etepetete-Box, aber die ist halt zu weit von uns entfernt. Ist auch nicht so günstig, finde ich. Und ja, warum soll ich nicht Regionales unterstützen? Und da googelt am besten wirklich mal. Vielleicht gibt es ja in eurer Stadt in der Nähe auch irgendwie sowas, was ihr eben auch unterstützen könnt oder wo ihr euch eben so eine Biokiste liefern könnt. Ich kann die auch jederzeit unterbrechen, kann jederzeit anrufen und sagen, hey, in zwei Wochen bin ich so und so lang im Urlaub oder ich habe gerade noch so viel Gemüse zu Hause, schaff's nicht, das aufzubrauchen. Ich kann jederzeit meine Bestellung ändern und ich kann auch immer Gemüse und Obst, was ich nicht so gerne mag, grundsätzlich abbestellen. Das mache ich aber nicht, weil ich für mich, ich möchte ja meinen kulinarischen Horizont erweitern und ich denke halt, dass Gemüse wahnsinnig gesund ist und Obst auch. Und ich finde es eben gerade gut, mal über den Tellerrand rauszuschauen und dann probiere ich halt immer wieder. Sollte ich mal von einer Sache zu viel haben, wie zum Beispiel es waren mal ganz viele Auberginen drin, die ich ja nicht ganz so gerne mag. Da habe ich halt dann einfach an meine Freundin halt welche weiter verschenkt. Dann tut mir auch noch was Gutes. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal, was so in der Biokiste ist. Ich gehe mal hier ins Licht. So, ich sehe hier schon den Salat. Den mag ich eigentlich nicht ganz so gern, weil das ist so ein richtig fester Salat. Der ist so richtig steif, aber er ist auch sehr ergiebig. Mal gucken. Da haben wir auch schon die Rechnung. Diesmal ist in der kleinen gar nicht so viel Verschiedenes drin. Wir haben hier noch Radieschen, Tomaten. Tomaten sind irgendwie fast immer drin, in irgendeiner Art und Weise. Zwei Bananen und drei Birnen. Die muss ich noch liegen lassen, die sind mir noch zu hart. Ja, die also dieses Obst, das gebe ich zurzeit immer wahnsinnig gerne in Porridge. Und Bananen gehen sowieso zwischendurch immer. Und dann haben wir hier noch die große Biokiste. Haben wir auch die Rechnung. Dann wieder eine Rezeptinfo. Pastinaken sind, glaube ich, drin. Es sind lauter Rezepte mit Pastinaken. Wir haben wieder Tomaten. Wir haben wieder diesen Salat, den ich nur so semi gern mag, aber ich esse den schon. Dann haben wir hier zwei grüne Paprika. Drei kleine Zucchini. Dann Lauch. Eine rote Beete. Nee, zwei. Eine große und eine Baby. Mama und Baby. vier Zwiebeln. Und was ist denn da noch drin? Fühlt sich an wie Kartoffeln. Und isst auch Kartoffeln. Und ja, Kartoffeln esse ich auch wahnsinnig gern. Und ich glaube, das ist wieder diese, das ist so eine rote Kartoffel. Die hat so eine rote Schale. Und die schmeckt total lecker als Pellkartoffel. Jo. Dann werde ich jetzt mal aufräumen und mal gucken, was es dann heute zu essen gibt. Ich stehe gerade bei mir im Treppenhaus und gerade kam die Biokiste an. Ich habe sie gerade reingelassen. Ach, das ist mein Babyfon. Ja, und ich wollte jetzt mal mit euch gemeinsam gucken, was da so drin ist. Ich habe in der letzten Woche gar keine Rezeptvorschläge gefilmt, weil ich erstens keine Zeit hatte. Und zweitens habe ich alles gegessen.
was man roh essen konnte in Form von Smoothie, weil ich zurzeit einen wahnsinnigen Blähbauch habe. Ich weiß nicht, woher das kommt und ich habe keine Ahnung. Ich bin das auch nicht gewohnt, weil ich so ein Mensch bin. Ich kann Kichererbsen und Hülsenfrüchte ohne Ende essen und habe eigentlich einen Saumagen, kann man sagen. Ich vertrage alles, mir ist nie schlecht, aber ich habe momentan echt so einen Bauch wie manchmal im 9. Monat schwanger. Und die Smoothies, die haben mir halt sehr geholfen und Rohkost habe ich halt viel gegessen. Deswegen habe ich jetzt eigentlich von letzter Woche alles noch übrig, was man vielleicht nicht unbedingt roh isst. Also Zucchini, gut, die kann man roh essen. Kann ja auch Zudels machen. Die habe ich noch da und dann habe ich noch Lauch da und die Petersilienwurzel. Da würde ich mir aber heute einen Eintopf einfach mal draus kochen mit Hirse zusammen. Und ja, das kann ich euch ja später mal zeigen, dass ich mal probiere, wieder was zu essen, was vielleicht kein Blähbauch verursacht. Also ist egal, was ich, also immer wenn ich normal gegessen habe, habe ich so einen richtig krassen Bauch gekriegt. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr sowas schon mal hattet und was ihr dann dagegen gemacht habt. Weil das ist manchmal, das tut, es ist pupsig, muss man leider mal so sagen. Und es tut halt auch unglaublich weh, wenn der Bauch, und es ist so unangenehm, man fühlt sich so voll irgendwie, ne? Und das ist einfach nicht schön. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt gucken wir erstmal, was in der Biokiste drin ist. Ist sie also. Gucken wir mal. Huch, jetzt wäre ich fast die Treppenrunde gestolpert. Machen wir erstmal die Rechnung raus. Jo, ich sehe ganz viel Grün und zwar Kresse. Die werde ich dann heute über meinen Eintopf gleich streuen. Dann sehe ich, oh, die schaut so appetitlich heute aus. Das ist Wahnsinn. Also manchmal schaut sie noch leckerer aus als sonst. Sehr gut für Salat. Ich habe noch einen Feldsalat da, den habe ich mir gestern geholt. Und es ist natürlich auch hier ein Eisbergsalat drin. Ich mag Eisbergsalat ja unglaublich gerne. Auch die Sarah hat mir, glaube ich, geschrieben letztes Mal, dass er so wenig Vitamine hat, aber ich esse ihn einfach so gerne. Dann Radieschen gehen auch immer, 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 immer. Da, oh Gott, wer soll so viel Porree essen? Aber ich finde es toll. Und guckt mal, wie viel Brokkoli da drin ist. Das sind 4 Brokkoli-Knollen. Das ist ja der Wahnsinn. Und Zucchini und mich begeistert es ewig. Und Möhren und Aubergine. Ich werde, glaube ich, ja, das mache ich. Ich mache mal heute den Eintopf und morgen mache ich mir eine Bollo. Eine Bolognese, weil ich habe noch eine Dose Jackfruit da. Die habe ich schon ewig da. Also wirklich Monate, schon viele Monate. Ich glaube schon ein Jahr oder so. Und habe die irgendwie nie weggemacht. Und da mache ich mir morgen mal eine Bollo und da passt die Aubergine ganz schön rein. Wie viel von diesen putzigen Dingern sind es denn? 3. Ach, da bringe ich eine meiner Freundinnen mit. Die liebt die. Die kochen die auch immer unglaublich gerne. Und da bringe ich ja eine mit und freut sie sich. Haben wir gleich noch was fürs Karma gemacht. Und dann haben wir die Rohkostkiste. Ja, Zitrone kann ich gut gebrauchen, weil mir das Smoothie einfach momentan gut tut. Und ich haue auch immer gerne Äpfel rein. Das passt auch gut. Noch ein Eisberg. Yes. Ich liebe Eisberg als Salat. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch mehr Tomaten. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich eine meiner Lieblingslieferungen gerade. Ich mag. So ihr Lieben, ich hoffe ihr seht was. Ich habe hier eine riesengroße Schüssel, da ist meine Hand, Salat gemacht. Und da ist jetzt drin die Brokkoliköpfe, die ihr in der Biokiste gesehen habt. Also es ist mehr Brokkolisalat, also es sollte ein Kartoffelsalat werden und es ist aber mehr so ein Brokkolisalat mit Kartoffeln geworden. Also ganz viel Brokkoli. Den habe ich einfach kurz in Salzwasser gegart. Wichtig auch hier, das ist zum Beispiel Brokkoli-Stiel. Ich habe alles verwertet. Dann habe ich eine Stange Lauch statt der Zwiebeln reingeschnitten. Dann habe ich saure Gurken reingeschnitten und so ein Glas Erbsen und Möhren. Das Dressing besteht aus viel Senf, einem kleinen Schluck vegane Mayo und Gemüsebrühe und Gurkenwasser, dieses saure Gurkenwasser. Und ja, da kommt jetzt dann noch die Kresse drüber. Und wichtig ist, das Dressing immer ruhig ein bisschen versalzen, weil der Kartoffelsalat einfach viel schluckt. Naja, und dann habe ich noch ein paar Pellkartoffeln damit reingeschnibbelt. Und jetzt wollte ich euch nochmal was zeigen, weil ich werde auch heute noch Smoothie trinken. Da ist nämlich drin die Schale von den Stielen und die Brokkoliblätter. Da kommt jetzt nur noch Wasser drauf. Dann sind hier 2 Äpfel, eine Banane und eine Handvoll Trauben, ein Schluck Ingwer und eine halbe Zitrone. Genau, da kommen jetzt noch Leinsamen drauf und Wasser. Ja,
wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass ich heute hier wirklich alles verwertet habe. Und ja, ich werde jetzt mal was essen. So, Bio-Kiste ist da. Kann sein, dass die Amelie jetzt ein bisschen mitredet. Ich hoffe ja, dass heute ganz viel Rohkost dabei sein wird oder hauptsächlich Sachen dabei sein werden. Osterangebote gibt es, kann man Honig und sowas kaufen und irgendwelchen Schokoladen Sachen. Mal gucken, vielleicht bestelle ich da sogar was für die Kleine. Ja. Jetzt schauen wir mal, weil ich esse nämlich momentan sehr, sehr viel roh. Einfach, weil es mir wahnsinnig gut tut. Da sind Chinakohlrezepte drauf, Rettichsalat, rote Beete-Suppe. Okay, rote Beete schmeiße ich ja sowieso in den Smoothie momentan. Dann ist es eben ein roter und kein grüner Smoothie. Kann man gut roh essen, Zwiebeln auch. Ist ja auch die kleine Rohkostkiste hier gerade. Dann Orangen. Chinakohl finde ich auch super lecker und er hält sich auch immer eine Weile, was ich auch mal gut finde. Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Einmal die Rechnung, nochmal Informationen. Ja, Wirsing, den kann man auch roh essen. Also entweder schneide ich ihn in ganz feine Scheiben, also so Streifen, und mache einen Salat draus. Ja, dann haben wir hier noch einen Chinakohl. Amelie, du darfst nicht mit ins Bild. Dann haben wir noch eine Gurke. Und was haben wir denn hier noch? Noch mehr rote Beete, noch mehr schwarzen Rettich. Dann eine Pastinake oder Petersilienwurzel. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Dann Blumenkohl, da kann man Blumenkohl-Couscous machen. Finde ich total lecker. Oder Blumenkohl-Reis oder sowas. Halt Salat. Und Tomaten. Ja, lecker. Auf jeden Fall ist er, der grüne Smoothie. Und sehr, sehr grün schaut er aus. Da ist jetzt ganz viel Grünkohl drin. Apfel ist drin, Orange. Was habe ich denn da noch rein? Leinsamen. Dann ein paar Trauben, die ich noch da hatte. Ja, also aber ich mache immer einen sehr, sehr hohen Grünanteil. Also wenn ich mir jetzt im Laden von True Fruits oder sonst wo einen Smoothie kaufe, dann ist mir immer viel zu wenig Grün drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Der schmeckt auch schon sehr gesund. Und ja, mir geht es damit richtig, richtig gut. Und ich habe mir gestern Rettichsalat gemacht. Ich fand, der hat gar nicht so gestunken. Ich zeige euch den mal, weil der ist jetzt hier gerade noch im Kühlschrank gefest. Aber jetzt schaut er natürlich grau aus. Der sah gestern besser aus. Da habe ich so ein Dressing aus gemahlenen Sonnenblumenkernen und Senf und Wasser und Essig und Salz und Pfeffer gemacht. Und dann habe ich mir den halt geraspelt und so ein bisschen Eisbergsalat noch mit dran. Das ist halt jetzt noch übrig. Ich habe 3 so Knollen von der Biokiste geraspelt und das ist noch übrig. Und ich denke, dass ich heute mir dann den anderen Rest mache. Aber ich werde das Essen nicht mit im Zug mitnehmen, weil das Haus hat so nach Rettich gestunken, obwohl ich das gar nicht so empfunden habe beim Raspeln. Das hat richtig übel gerochen. Richtig pupsig. Also mein Freund hat mich sehr ausgeschimpft. So, und jetzt werde ich mir mein Frühstück nehmen. Dieses Buch mit reinlesen, weil morgen geht es ja auf die Buchmesse und ich denke, dass ich Band 1 und 2 mitnehmen werde und mir das dann auf der Zugfahrt genehmigen werde. So, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die letzte Biokiste für diesen Monat an. Ja, ich bin ja jetzt in der letzten Zeit immer rohköstlicher unterwegs gewesen. Also jetzt unterwegs nicht, zum Beispiel Buchmesse oder so, habe ich natürlich Brot und Pizza und Sushi gegessen. Aber jetzt so zu Hause esse ich wirklich immer mehr roh und halte mich da mittlerweile schon so 90%ig dran. Also wirklich nur, wenn ich unterwegs bin, nicht. Weil ich einfach auch nicht so viel essen kann, wie man Kalorien in Rohzustand braucht. Und seitdem merke ich, dass es meinem Bauch besser geht. Also er ist nicht mehr so gebläht und ja, genau. Deswegen, ich habe jetzt, weil jetzt natürlich Buchmesse war, das zeige ich euch mal ganz kurz, habe ich jetzt noch den Chinakohl übrig, den werde ich jetzt noch heute und morgen aufbrauchen. Dann habe ich mir hier noch aus dem Blumenkohl und also so eine Art Reis-Couscous-Salat gemacht und da ist noch drin Möhre, die Pastinake, das habe ich mir einfach ein bisschen klein gehäckselt auf Pulsfunktion und dann habe ich mir ein Dressing dazu gemacht und das wird heute noch gegessen. Und dann habe ich hier noch einen Rest-Smoothie. Das schaut nicht gut aus, weil ich da die Blumenkohlblätter benutzt habe und noch ein bisschen Wirsing. Also da sind nur drin 2 Birnen, 2 Äpfel, eine Banane, Leinsamen und die Wirsingblätter und Blumenkohlblätter. Also bei mir kommen wirklich
fast nichts weg, seit ich mich so roh ernähre, was total gut ist. Und jetzt gucken wir mal in die allerletzte Bio-Kiste für diesen Monat. Da haben wir erstmal hier Rechnung und Gesamtbetrag. Falls euch das interessiert, der Gesamtbetrag für das komplette Gemüse, was ihr jetzt so im Video gesehen habt, sind 110 Euro. Und das finde ich echt in Ordnung, weil ich meine, das ist Rohkost für 4 Wochen. Also da kommt ja jede Woche was. Dann haben wir hier wieder Rezeptideen. Die gucke ich mir mal näher an, ob ich die brauche. Dann haben wir hier Tomaten. Tomaten sind immer toll. Ich liebe immer Tomaten. Ich pack's mal hier aus. Dann, oh wie lecker, Bärlauch. Das wird ins nächste Mal ins Dressing gemixt. Oh, ich liebe Bärlauch. Ich liebe Bärlauch wirklich über alles. Oder nicht über alles, aber ich esse es halt total gerne. Dann haben wir hier diesen Salat. Den mag ich total gerne. Das ist einfach nur so ein ganz normaler Kopfsalat. Esse ich total gern. Dann 2 Kiwis. Und wenn ich mich nicht irre, sind das goldene Kiwis. Ja, Golden Sun. Esse ich auch gerne. 2 Bananen. Die müssen allerdings noch ein bisschen reifen. Ich mag die nicht so gelb. Und 3 Äpfel. Genau. Dann gucken wir mal in die große Kiste hinein. Schaut auch schon ganz gut aus. Da haben wir hier nochmal die Gesamtrechnung. Nein, ich muss sie nicht doppelt zahlen, aber ja, da haben wir nochmal so einen fetten Kohl. Und dann, okay, das war's mit Rohkost, weil ich glaube, Artischocke kann man... Ah, oh, Pilze! Artischocke kann man, glaube ich, nicht roh essen. Ich finde... die schmeckt auf jeden Fall ganz interessant. Also man dünstet die und dann kann man die Blätter so, also nimmt man das äußerste Blatt und nagt die dann so aus. Und dann ist in der Mitte noch das Artischockenherz und das isst man dann auch. Am besten schmeckt das wirklich, wenn man das einfach dünstet und sich einen leckeren Dip dazu macht. Ja. Also ihr könnt mir das mal in den Kommentaren schreiben, aber ich werde es auch googeln. Aber ich glaube, die kann man nicht roh essen. Also, aber ich lasse mich gerne verbessern und dafür ist ja auch die Biokiste da, dass man sich immer weiterentwickelt. Dann haben wir hier noch mehr Tomaten, Radieschen. Radieschen sind lecker. Dann Fenchel. Fenchel ist okay. Und Zucchini sind lecker und ein paar Spitzpaprika. Alles lecker, lecker, lecker. Ja, das war's dann so. Das war's dann, ja, diese Woche mit meiner Bio-Kiste oder diesen Monat mit meiner Bio-Kiste. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Zeigt mir das, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Dann drehe ich nämlich gerne weiterhin Bio-Kisten für euch. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!